Erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung, hier von unseren Erfahrungen zu erzählen. Mein Name ist Janine Kropp. Vielleicht kurz zu mir. Ich habe vor vielen Jahren mal Soziologie studiert. Daher kommt wahrscheinlich auch so ein Blick, der so sich durch die Präsentation zieht, was irgendwie so die gesellschaftspolitischen und ökonomischen Konsequenzen angeht von diesem Konzept der solidarischen Landwirtschaft. Und habe dann nach dem Studium viel auf Höfen gearbeitet, im Ackerbau und im Gemüsebau, dann in Witzenhausen ökologische Agrarwissenschaften studiert. Und genau, da bin ich auch immer noch. Also da wohne ich. Und da ist auch das Projekt, von dem ich euch jetzt erzählen möchte. Genau, vorab möchte ich nur sagen, dass wenn ihr Fragen habt, dann würde ich euch bitten, die einfach direkt zu stellen, also wenn sie aufkommen. Und genau, nur kann es auch sein, dass ihr auf später verweise und sagen, darauf komme ich auch noch, aber grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass ihr einfach die Fragen direkt stellt, wenn sie aufkommen, vor allem wenn es Verständnisfragen sind. Wo liegt Witzenhausen? In Nordhessen, also zwischen Göttingen und Kassel. Genau. Und genau, ansonsten, was ich auch noch sagen möchte, ist, ich stehe sozusagen hier als Einzelperson, ich spreche nicht für die ganze solidarische Landwirtschaft. Ich habe eine bestimmte Perspektive darauf, warum ich mich da engagiere und warum ich das damals mit gegründet habe. Und das ist so meine Position und das spiegelt jetzt nicht das wider, was sozusagen wir als Kollektiv oder als Gesamtgemeinschaft oder Gesamtbetrieb so sehen, sondern ist erstmal so meine Wahrnehmung. Und ich habe das Projekt, worüber ich reden möchte, vor 4 Jahren mitgegründet, war damals auch ein Jahr Gärtner, bin jetzt nicht mehr, wohne aber noch am Hof und genau, zu dem Konzept komme ich einfach später nochmal. Genau. Und dann fange ich einfach mal an. Genau, der Vortrag heißt Postkapitalistische Landwirtschaft, Potenziale, Probleme, Perspektiven. Und ich möchte anfangen, einfach nochmal kurz einzuführen, wo sozusagen das ganze Konzept herkommt. In den USA und im englischsprachigen Raum heißt es ja Community Supported Agriculture, also eine gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft. Im Deutschen wurde das übersetzt als solidarische Landwirtschaft. Und genau, es gibt das organisiert im bundesweiten Netzwerk solidarische Landwirtschaft. Das sind also alles Betriebe, die nach einem ähnlichen Modell wirtschaften. Der erste Hof war 1988, das war ein Demeter-Betrieb bei Hamburg, der das Konzept umgesetzt hat. Und im Moment gibt es nicht mehr 25 Stück, nicht mehr. Ich glaube, es sind mittlerweile 40 oder 50 Betriebe, die das so machen. Und die haben sehr unterschiedliche Modelle. Das heißt, das, wovon ich jetzt erzähle, ist unser ganz spezifisches Modell. Und die Betriebe in der ganzen Bundesrepublik und wahrscheinlich auch der Betrieb hier in Stuttgart, der wird das anders machen. Aber dennoch möchte ich so ein paar Prinzipien stark machen, wo ich glaube, dass die wichtig sind, dass die Teil von solidarischer Landwirtschaft sind, auch wenn nicht alle Betriebe, die sich unter diesem Label organisieren, jetzt diese Ansprüche erfüllen. Also ich würde mir wünschen, dass mehr Betriebe in so eine Richtung gehen, aber nicht alle, die solidarische Landwirtschaft machen, machen es so wie wir. Da gibt es ganz unterschiedliche Betriebe, manche machen einen reinen Gemüsebau, andere bieten eine Vollversorgung an. Dieser erste Betrieb, von dem ich gesprochen habe, der sagt, man kann sich quasi von den Lebensmitteln, die produziert werden, das ganze Jahr über ernähren und muss eigentlich nichts zukaufen, wenn man strikt ist. Und bei uns ist es auch eben ein reiner Gemüsebau. Also wir versprechen den Leuten nur, dass wir sie das ganze Jahr mit Gemüse versorgen. Die Hofgröße variiert auch unter diesen Betrieben, die solidarische Landwirtschaft betreiben. Von 1 bis 160 Hektar, das sind ganz unterschiedliche Größen und Maßstäbe, in denen da gewirtschaftet wird. Und auch die Distanz zu den Unterstützerinnen, also den Leuten, die das Gemüse bekommen oder die Lebensmittel, der variiert auch ganz stark. Also je nachdem, ob auch Großstädte in der Nähe liegen. Wir liefern im Kreis 5 Kilometer und andere Betriebe fahren ihre Sachen von weit her nach Hamburg oder Berlin und sind irgendwie 90 Kilometer entfernt. Also das ist sehr unterschiedlich von den unterschiedlichen Betrieben. Zu unserem Projekt, genau, das ist der Betrieb, hier sind die Flächen, hier ist auch eine Fläche und da oben ist auch nochmal eine Fläche und diese kriegen wir wahrscheinlich noch mehr dazu. Und wir sind sozusagen, da geht es nach Witzenhausen und Witzenhausen ist so eine Kleinstadt, die hat vielleicht 20.000 Einwohner maximal, sehr ländlich geprägt und wir liefern all unsere Lebensmittel in einem Radius von 5 Kilometer an die Menschen. Wie das damals angefangen hat, das ist die Crew aus der ersten Stunde, das war vor 4 Jahren, als wir da begonnen haben. Das war eine Gruppe von Leuten, die im Studium kennengelernt haben, junge Leute, die gesagt haben, wir wollen Landwirtschaft anders machen, weil wir alle in Betrieben gearbeitet haben, die ganz normal in der Marktwirtschaft agieren und da ganz viele Sachen erlebt haben, die uns nicht gefallen haben. Zum einen, dass unheimlich viele Sachen weggeschmissen werden, dass die Arbeitszeiten katastrophal sind, die Löhne schlecht sind und also einfach viel im Argen liegt, auch im ökologischen Landbau und gesagt haben, wir wollen es anders machen und sind eben auf dieses Konzept der solidarischen Landwirtschaft gestoßen und haben gesagt, wir wollen es umsetzen.
Und das hat sich so ein bisschen so gehalten. Wir haben uns damals auf ein Jahr zusammen verpflichtet. Also wir haben gesagt, wir machen ein Jahr diesen Betrieb und danach gucken wir mal, wie es weitergeht. Und das hat sich so fortgesetzt. Das heißt, bei uns ist es so, und das ist, glaube ich, fast einmalig in Deutschland, dass es jedes Jahr ein neues Kollektiv an Gärtnerinnen ist, die den Betrieb schmeißen. Und das sind immer 5 bis 7 Leute, die auch nur in Teilzeit arbeiten, was auch sehr selten ist, sage ich mal, in der Landwirtschaft, dass ein Betriebsleiter nur in Teilzeit arbeiten muss. Und es ist eben ein Kollektiv von Leuten. Und das heißt, jedes Jahr sind es neue Leute. Es gab einzelne Personen, die mal 2 Jahre am Stück gearbeitet haben, aber grundsätzlich gibt es dann einen großen Wechsel jedes Jahr. Man könnte fast sagen, dass der Unterstützerinnenkreis, also die Leute, die die Lebensmittel bekommen, stabiler fast ist als das Kollektiv. Aber das Ganze hat auch Vorteile. Und wie gesagt, ich war im ersten Jahr dabei und die letzten 3 Jahre habe ich jetzt dort begleitet und lebe auch immer noch im Betrieb und bin daran interessiert, dass das weiterentwickelt wird. Und das muss auch nicht so bleiben. Kann auch sein, dass da irgendwann mal ein Betrieb draus wird, der sozusagen langfristig von einer gleichen Gruppe von Leuten geführt wird. Aber im Moment ist es so. Und aus unserer Perspektive hat es auch Vorteile. Und zwar ist es so, dass die Unterstützerin, also die Leute, die Lebensmittel bekommen und die auch das Ganze finanziell tragen, so einen Lernprozess ermöglichen von Leuten, die in der Landwirtschaft gerade noch nicht drinstecken, die sozusagen vielleicht auch gerade studiert haben und einfach mal wissen wollen, wie das ist, einen Betrieb zu leiten. Das heißt, das ist sozusagen so ein Ding, dass ganz viele Leute durch diesen Betrieb durchgehen. Also mittlerweile sind es vielleicht, wenn ich jetzt hochrechne, über 20 Leute, die ein Jahr lang damit diesen Betrieb bewirtschaftet haben und auch dieses solidarische Landwirtschaftskonzept, wie wir es umsetzen, gelernt und erlebt haben und damit auch raus in die Welt gehen und so ein bisschen so eine Multiplikatorinnenfunktion übernehmen. Also es war nicht so intendiert am Anfang, aber ich glaube, das ist ein ganz schönes Konzept eigentlich. Genau. Und was es auch macht, also das wäre gar nicht so mein Argument, ich glaube, es macht total Sinn, sozusagen landwirtschaftliche Produktion auf arbeitsteilig zu organisieren, also dass es Landwirte gibt, die in Vollzeit Landwirtschaft machen, aber ich glaube, es ist auch gut, ein Konzept zu haben, wo auch die Unterstützerinnen, und das hat sich auch bewährt, dass Leute, die im letzten Jahr Unterstützer waren, auch gesagt haben, hey, ich habe auch Bock, mal den Betrieb zu machen, ein Jahr lang, und dann sozusagen auch in die Rolle von so einem Landwirt schlüpfen können und damit, wir mehr Leute haben, die nach so einem Modell Landwirtschaft betreiben wollen und auch wissen, wie das funktioniert. Wir haben sozusagen jetzt über die Jahre den Betrieb immer gewachsen, trotz dass das Kollektiv immer rotiert hat. Das heißt, wir haben mal mit einem halben Hektar angefangen damals, als wir gestartet haben. Und dieses Jahr, das ist noch so ein bisschen in Verhandlungen, haben wir mindestens 1,5 Hektar und vielleicht kommen auch nochmal 2,5 Hektar dazu. Das wären dann 4 Hektar. Und der geschützte Anbau ist auch immer größer geworden. Und es hat 2011 mit uns so begonnen, dass wir 60 Leute von April bis November versorgt haben. Also wir haben ihnen versprochen, sie müssen in den Monaten April bis November kein Gemüse zukaufen, sondern werden komplett von uns versorgt. 2012 waren es weiterhin 60 Unterstützerinnen, aber wir haben dieses ganze Jahr überwiegend versorgt. Und seit 2013 ist es so, dass es 90 Unterstützerinnen sind, die das ganze Jahr über mit Gemüse versorgt werden und die, wenn sie sich sozusagen saisonal ernähren, da gar nichts zukaufen müssen. Und dabei ist es auch geblieben. Also das war 2013 so, das war dieses Jahr so und das wird nächstes Jahr auch so sein. Das ist so eine Größe, auf die wir uns gerade eingependelt haben. Und Jetzt nochmal kurz zu dem Verfahren, wie das abläuft. Also bei uns läuft es so ab, dass das Kollektiv sich jedes Jahr zusammenfindet und sagt, ja, wir wollen es ein Jahr lang machen. Und die gehen dann raus in die Welt und gucken, wer von den Leuten, die die letzten Jahre schon Mitglied war in dem Projekt, wollen im Folgejahr wieder teilnehmen oder machen noch Infoveranstaltungen und suchen sich die Leute, die sie unterstützen. Dann wird das Budget kalkuliert, das heißt, und das ist ganz wichtig, darum ging es ja auch gerade bei dem, was Tom gesagt hat, die Geburtsrunde, die nächste Woche machen, da wird das Budget vorgestellt. Und das Budget heißt, das, was eine Jahresproduktion kostet, da ist eingeschlossen die Löhne, die Saatgutkosten, der Diesel, also alles, was zur landwirtschaftlichen Produktion gehört. Das wird alles zusammengefasst und den Leuten präsentiert. Und alle Leute, die sagen, sie wollen von uns versorgt werden, kommen dann zu dieser Vollversammlung und geben ein Gebot ab, wie viel sie finanziell beitragen können. Und bei uns ist es auch so, dass die Leute nicht nur finanziell beitragen können, sondern auch sagen können, ich möchte Zeit beitragen. Oder ich möchte Ressourcen beitragen, also ich habe ein Auto oder ich habe andere Infrastruktur, die ich dem Projekt zur Verfügung stellen möchte. Also es ist nicht nur auf das Finanzielle reduziert und wichtig ist auch,
dass all diese Beiträge freiwillig sind. Das heißt, vom Prinzip her, und das ist auch ganz wichtig, da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen, ist es so, dass Leute theoretisch 0 Euro auf den Vertrag schreiben können und sagen können, ich habe auch keine Zeit und keine Ressourcen, die ich anbieten kann, aber ich möchte trotzdem mit Obst und Gemüse versorgt werden. Genau, das ist sozusagen so den Grundsatz, den wir, glaube ich, seit Anfang an so beibehalten haben. Das Einzige, was die Leute machen, indem sie den Vertrag unterschreiben, ist zu sagen, ich erkläre mich halt solidarisch mit dem Projekt und genau, ich stehe mit in der Verantwortung. Und genau, das ist wichtig, und warum das wichtig ist, da komme ich später noch drauf. Dann ist es so, dass alle diesen Vertrag unterzeichnen, wo auch die Leute ihre Gebote nochmal festhalten, also wo sie auch nochmal sagen, wie viel Geld stünden oder was für Ressourcen sie anbieten können. Das ist jetzt kein Vertrag, der sozusagen irgendwie gerichtlich eingeklagt wird irgendwann, sondern der ist da, um sozusagen die Vereinbarung, die wir als freie Menschen miteinander getroffen haben, nochmal festzuhalten, was zu haben, auf das man sich beziehen kann. Und dann beginnt der Anbau, und bei uns ist es so, dass es 2 Abholpunkte gibt, wo die Leute ihre Sachen abholen können. Genau, einmal direkt bei unserem Hof und einmal in Wittenhausen, also in der Kleinstadt nahebei. Genau, es ist 2-mal die Woche im Sommer und jetzt im Winter dann nur 1-mal pro Woche. Genau, aber so läuft das Ganze ab. Und was waren die Ideen damals, die mich vor allem auch angetrieben haben, als wir das angefangen haben? Eins war dieses freiwillige Beitragen statt Tauschen. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe, und warum ich auch sage, das ist wichtig, dass sozusagen Leute nicht zwangsläufig was beitragen müssen, um ein Recht zu haben auf gute Nahrungsmittel. Weil in der jetzigen Ökonomie es ja so ist, dass Leute, die halt kein Geld haben oder nichts, was sie sozusagen eintauschen können gegen andere Sachen, was ja bei uns meistens Geld ist, gar keinen Anspruch haben zu leben quasi. Also wer kein Geld hat, stirbt im Endeffekt. Und das ist was ich eigentlich so nicht hinnehmen möchte und wo ich sage, dass das geht einfach nicht, sondern jeder soll das beitragen können, was er kann und was in seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten steht, und das kriegen, was er braucht. Das heißt, im Endeffekt entkoppeln wir das Geben und Nehmen ein Stück weit, weil Leute, wenn sie sagen, bekommen können, und das ist sozusagen auch so ein bisschen dieser alten marxischen Losung von jedem nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen nachkommt. Und ich gehe gleich nochmal darauf ein, wo überall die Stellen sind, wo Leute nach Fähigkeiten handeln und nach Bedürfnissen. Aber bei der Bieterrunde ist es ja schon so, dass Leute einfach nach ihren Fähigkeiten beitragen und nicht nach irgendeinem abstrakten Tauschwert, der Markt irgendwie vorgibt. Und wir beweisen, dass man Menschen auch versorgen kann. Also wir sagen, es gibt eine Versorgungssicherheit und es gibt eine Ernährungsautonomie, die auch jenseits von der kapitalistischen Vergesellschaftung stattfindet. Das heißt, das, was einem oft entgegengeschleudert wird von, ihr findet es zwar scheiße, wie es jetzt läuft, aber wenn ihr es organisieren wollt, dann wird es doch nicht laufen. Also dem geben wir sozusagen, also dem stellen wir so ein lebendiges Beispiel entgegen und sagen, doch, wir können es. Also wir organisieren uns nicht entlang so kapitalistischer Prinzipien, sondern machen es anders, und trotzdem werden alle Leute satt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz schlagendes Argument für das, was wir machen. Und der erste Punkt, wie wir damals angefangen haben, was auch jedes Jahr noch eine Rolle spielt, ist, dass wir eben nicht für einen abstrakten, also oft ist es ja so, und so habe ich das auch auf Betrieben erlebt, dass so ein bisschen in den blauen Dunst hinein produziert wird. Also es wird ein bisschen vermutet, was man auf den Wochenmärkten verkaufen kann und was die Bioläden einem abnehmen oder was der Großhandel einem abnimmt. Und dann wird so eine ungefähre Planung gemacht, aber es ist nicht selten, dass dann beeteweise Salat eingefräst wird, weil einer mal gerade billiger war, und dann ist halt sozusagen Müll. Und das passiert bei uns insofern nicht, als dass wir damals schon angefangen haben, den Leuten zu sagen, die und die Produkte können wir euch zur Verfügung stellen in den und den Monaten, und was für eine Menge wollt ihr haben. Und wir haben das damals dann nochmal abgeglichen mit den Durchschnittswerten von so der deutschen Durchschnittsbevölkerung und damit sozusagen angefangen, unsere Produktion zu organisieren. Das heißt, wir sind sozusagen, erst waren die Bedürfnisse von den Leuten da oder der Bedarf von den Leuten, und dann haben wir angefangen zu produzieren, während es auf dem Markt oft andersrum läuft. Also man produziert was und guckt dann, ob man es irgendwie los wird. Und was wir auch machen, und das war sozusagen nur am Anfang, mittlerweile, und das ist, glaube ich, bei vielen solidarischen Landwirtschaftsprojekten der Fall, ist es so, dass sich das einpendelt über die Jahre, aber wir jedes Jahr trotzdem nochmal eine Evaluation des Vorjahres machen und die Leute fragen, was war zu viel, was war zu wenig, was wollen wir nächstes Mal mehr anbauen, und dadurch sind wir, glaube ich, jetzt im 5. Jahr ziemlich nah dran, auch an dem realen Bedarf der Leute. So. Und das ist so der erste Aspekt, wo
wo ich sagen würde, wir produzieren nach Bedürfnissen und nicht nach einem abstrakten Marktprinzip. Und genau, das ist sozusagen dieses freiwillige Beitragen je nach Möglichkeiten. Also das sind jetzt Ausschnitte von dem Vertrag, den wir den Leuten geben. Auch dieses Jahr, das wird im Dezember dann anstehen, also in einem guten Monat, wo Leute einmal sagen können, ich kann Zeit beitragen und da können sie halt sagen, ja, ich kann so und so viele Stunden jeden Monat in dem und dem Bereich beitragen. Und das ist auch jetzt nicht sowas, was wir dann, also es ist sozusagen, wir gehen nie dann mit einer Stoppuhr auf den Acker oder zu den Leuten und sagen, ey, ihr habt noch nicht eure 3 Stunden gemacht, sondern es hilft uns, eine realistische Einschätzung dafür zu kriegen, was die Leute an Zeit mitbringen und worauf wir uns auch verlassen können. Es gibt andere Projekte, die das verpflichtend machen mit der Arbeitszeit. Das wollen wir nicht, weil wir sagen, es soll diese Tauschlogik überwunden werden. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir wissen, wie viele Leute, also mit wie vielen Stunden können wir denn rechnen an Unterstützung im Gemüsebau. Und die Projekte, die das damals verpflichtend am Anfang eingeführt haben, also ich weiß auf jeden Fall von Projekten, die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute dann das unterschreiben, dass sie so und so viel Mitarbeit leisten und davon auch das Gärtnerinnenkollektiv ausgeht. Das heißt auch, die Arbeitszeit, die sie für sich berechnen als Betriebsleiterin, wird so ein bisschen runtergeschraubt, weil man davon ausgeht, die Leute kommen und arbeiten und dann kommen sie nicht. Und dann sind die also Hauptamtlichen, sag ich mal, oder die Leute, die halt den Gemüsebau verantwortlich organisieren, kommen dann in Stress, weil die Leute, die von der Arbeitszeit, von denen sie ausgegangen sind, dass das von den Unterstützerinnen geleistet wird, die wird einfach nicht erbracht und dann kommt man ins Rotieren. So, deshalb haben wir gesagt, wir wuppen das alleine und alles andere, was die Leute beitragen, ist eine Entlastung für uns und auch mit dieser Abfrage kommen wir halt viel näher an das ran, was realistisch auch von den Leuten dann beigetragen wird. Dann Geld, ganz klar, also das ist auch eine Voraussetzung im Projekt, ganz klar, und das ist bei jeder solidarischen Landwirtschaft so, dass das Budget gedeckt werden muss. Das heißt, wir fangen erst an zu produzieren, wenn wir wissen, dass die finanziellen Mittel, die wir brauchen für die Produktion, von den Beiträgen der Leute gedeckt werden. Aber auch hier kann man sozusagen Null reinschreiben und auch hier muss man nichts eintragen, sozusagen, solange man sich am Ende dem Projekt solidarisch erklärt, kann man trotzdem ein Recht erwerben auf die Produkte. Dann gibt es noch Fähigkeiten und Ressourcen. Also da gibt es sozusagen, gab es dann auch verschiedene Leute, die in den letzten Jahren unterschiedliche Sachen angeboten haben. Es gab Leute, eine Person, die hat eine Catering-Service und die hat dann eine Verarbeitungsküche sozusagen angeboten und hat gesagt, wir haben sozusagen diese Ressourcen und die können die alle nutzen. Andere Leute haben gesagt, ich bin Masseurin und ich kann die Gärtner alle paar Wochen mal massieren sozusagen. Also so da sozusagen nochmal aufzumachen. Ihr könnt auch andere Sachen beitragen als nur Geld. Und genau, oder Leute haben eine Website programmiert oder was auch immer, aber das war sozusagen die Idee der ganzen Geschichte, dass wir sagen, okay, die Beiträge sollen wirklich nach Fähigkeiten sein und wenn jemand kein Geld hat, aber trotzdem Lust hat, andere Sachen beizutragen, dann soll er die Möglichkeit dazu haben. Dann war es am Anfang so, dass wir ganz konsequent bei beiden Abholpunkten die Entnahme nach Bedarf gemacht haben, also auch wieder dieses Prinzip, die alte marktische Losung nach Fähigkeiten und Bedürfnissen. Die Leute kriegen keine Gemüsekiste vorgesetzt, sondern es gibt halt ein großes Depot und da werden die Sachen abgeliefert und die Leute können sich halt das nehmen, was sie brauchen. Das haben wir am Anfang auch so durchgezogen. Und es gab ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also am Anfang war es so, dass wir die Sachen geliefert haben und die Leute waren total vorsichtig mit Nehmen und dann sind ganz viele Sachen übergeblieben. So das Grundsätzliche, was man ja so von mal ausgehen würde als jemand, der hier in dieser Gesellschaft groß geworden ist, wäre ja sowas zu sagen wie, ja, wenn ihr das sozusagen allen zur Verfügung stellt, dann nimmt sich doch jemand einfach die Kiste Karotten mit nach Hause und dann hat keiner mehr was. Das war nicht der Fall. Also es war tatsächlich am Anfang so, dass wir die Leute dazu ermutigen mussten, mehr zu nehmen, weil das Zeug nicht wegging, weil die Leute so irgendwie respektvoll den anderen gegenüber waren. Jetzt allerdings ist es so, dass wir einen großen Abholraum haben, wo sozusagen 70 Leute ungefähr abholen. Und da ist es so, dass einfach auch bei Sachen, die knapp waren, keine Ahnung, Zuckererbsen im Sommer, mal die letzten Leute nichts gekriegt haben. Und da ist es im Moment so, dass wir sozusagen eine Verschenkekiste haben, also alle Leute, die ein bestimmtes, also es gibt schon eine Lieferliste und theoretisch können sich die Leute auch in diesem Modell, damals konnten sie sich theoretisch ausrechnen, wie viel ihr 1/90 Anteil ist. Den konnten sie sich ausrechnen, da lag ein Taschenrechner, mussten sie aber nicht. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Leute das gerade machen, sich das auszurechnen, dass sie ihren fairen Anteil nehmen und die Sachen, die sie über haben, in diese Verschenkekiste legen und Leute dann das sozusagen dann freigegeben. Das kann sich dann jeder nehmen. Und wir sind auch wieder dabei, sozusagen zurück eigentlich zu dem
oder gibt es auf jeden Fall Bestrebungen zu im Moment in der Gemeinschaft, wieder zurückzukommen zu diesem ganz freien System der Entnahme. Nun glauben wir, dass es dafür nötig ist, den Abholraum kleiner wieder zu machen. Also weil der anderen Abholraum, den wir haben, wo 20 Leute abholen, also direkt auf dem Hof, da ist es weiterhin so, dass alle einfach kommen und sie das nehmen, was sie brauchen. Und da funktioniert es gut. Es wird sozusagen schwieriger, so je größer der Abholraum wird, ist unsere Erfahrung soweit gewesen. Deshalb gibt es im Moment die Idee, ob man diese Abholräume nicht dezentralisiert und aus einem Raum wieder 3 oder 4 macht und damit die Bezugsgruppen kleiner werden und es dann wieder besser funktioniert mit der freien Entnahme. Aber das war sozusagen auch ein ganz, oder ist für mich weiterhin ein ganz wichtiger Aspekt, der sich unterscheidet von genau dem, wie wir so im Kapitalismus groß geworden sind, wo man halt für 1 Euro eine bestimmte Menge kriegt und nie mehr nicht und auch nicht weniger. Genau, was wir auch machen ist, und das hat auch was mit Bedarf zu tun, dass wir die Arbeitszeit vom Lohn entkoppeln, das heißt das Kollektiv, was sich zusammenfindet als, und sagt, wir übernehmen die Hauptverantwortung für den Gemüsebau dieses Jahr, die sagen jeweils, wie viel sie arbeiten wollen und sagen, wie viel Geld sie dafür haben wollen. Also es gibt dann unterschiedliche, also jetzt mal so ein Szenario, das ist in der Praxis nie so weit auseinandergegangen, aber es ist schon so, dass es sozusagen keinen festen Stundenlohn gibt, sondern dass Luisa zum Beispiel sagt, ich will 4 Tage die Woche arbeiten und 550 Euro dafür haben. Tim sagt, er will 2 Tage die Woche arbeiten und 1000 Euro am Ende rauskriegen. Und Merle sagt, sie will 3,5 Tage arbeiten und nur 200 Euro haben, je nachdem, weil, keine Ahnung, weil es ja nur Teilzeit ist. Alle Leute arbeiten nur Teilzeit, das heißt, es gibt andere Leute, es gibt bestimmte Leute, die vielleicht mehr verdienen oder die auch nur studieren und dann andere Einkommensquellen haben und sagen, ich brauche nicht mehr. Und andere sagen, für mich ist das mein Lebensunterhalt und ich brauche viel Geld. Und wir deshalb uns entschieden haben, so einen Bedarfslohn auszuzahlen. Und das ist so ein Prozess, der jedes Jahr in dem Gärtnerinnenkollektiv stattfindet, wo sich das, genau, die Gärtnerinnen zusammenfinden und sagen, wer kann wie viel arbeiten und wie viel Geld will ich dafür haben. Und das hat bisher so funktioniert. Es ist, glaube ich, nie so weit auseinandergegangen jetzt, aber es gibt schon deutliche Unterschiede zwischen den Leuten. Auch da sozusagen wieder das Prinzip, okay, was ist der Bedarf der Gärtnerinnen? Und was können sie an Zeit beitragen und wie kriegen wir das zusammen? Genau. Andere Ideen, die für mich damals ganz relevant waren, waren halt keine Arbeit für Wertproduktion oder Lohn. Es gibt ja also grundsätzlich zwei Möglichkeiten im Kapitalismus, würde ich sagen, sich zu verdingen. Entweder man macht halt Lohnarbeit und verkauft seine Arbeitskraft oder man muss halt irgendwie als Selbstständiger irgendwas produzieren, was dann auf dem Markt halt einen Wert erzielt. Und da wird ja ganz schnell dann Arbeit zur Nebensache. Und das ist auch, was ich auf ganz vielen Betrieben erlebt habe. Es geht nicht mehr darum, und das kennt ja, glaube ich, jeder so, also, oder kann ich mir vorstellen, dass es oft Momente gibt, wo Leute sagen, ja, es geht gar nicht mehr darum, warum ich hier eigentlich bin und was meine Leidenschaft ist, sondern es geht darum, was Geld abwirft. Und das ist ja in der landwirtschaftlichen Produktion nicht anders. Und habe ich auch auf vielen Betrieben erlebt, dass die Gärtner und Gärtnerinnen eigentlich mal mit einem ganz anderen Wunsch oder einem anderen Ideal angefangen sind, was ihr Trau, also was ihre Arbeitsbedingungen angeht und dann irgendwann da reingerutscht sind, das zu produzieren, was halt am meisten Geld abwirft. Und das macht nicht mehr so richtig viel Spaß. Spaß macht es eher, wenn man tätig ist für die Bedürfnisse von anderen Menschen, würde ich sagen. Und das ist ja das, was wir versuchen. Zum einen zu gucken, was wollen die Unterstützerinnen an Gemüse haben und das zu produzieren, aber auch zu sagen, worauf haben wir Bock und wie wollen wir produzieren. Und das zusammenzubringen, hat ganz gut geklappt die letzten Jahre. Genau, und das ist ja so ein bisschen dieser Doppelcharakter der Arbeit, den Marx auch beschreibt, dass man irgendwie eigentlich einen ganz, also jeder Mensch einen intrinsischen Antrieb hat, irgendwie einen frei tätig zu sein und eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, aber dass von, sobald man sich sozusagen in das Marktgeschehen wirft, total pervertiert wird und es einfach nur darum geht, sich in Konkurrenz mit anderen durchzusetzen und was zu produzieren, was halt auf dem Markt einen Wert erzielt. Und dem wollen wir uns ganz klein ziehen und sagen, es gibt hier Menschen und die haben ein Bedürfnis nach einer vielfältigen Gemüseversorgung und das wollen wir organisieren. Das heißt, wir als Team, und das haben, glaube ich, viele bei uns im Kollektiv so erfahren, dass das ein ganz anderes Arbeiten war als in den Betrieben, wo die Leute vorher gearbeitet haben, weil die Arbeitsabläufe einfach freier bestimmbar sind. Natürlich müssen an 2 Tagen der Woche das Gemüse geliefert werden, aber es ist nicht so, dass die Termine suchen wir uns selber aus, die Taktung suchen wir uns selber aus, wir sagen selber, wann wir liefern wollen und das ist ja, wenn man für Großhandel oder andere Abnehmer produziert, ein ganz anderer Druck und eine ganz andere, genau, auch von der Produktion her, ganz andere Termine, die einzuhalten sind und die man sich nicht selber aussuchen kann. Und stattdessen ist natürlich Landwirtschaft immer ein Termingeschäft, das heißt, an das Wetter muss man sich natürlich anpassen, aber jenseits davon ist es schon so, dass wir als Kollektiv unsere Arbeitsabläufe
selbst organisieren können. Da hat in den Jahren die Leute, die das Gärtnerinnenkollektiv auch verschiedene Anbaumethoden ausprobiert hat, was in dem laufenden Betrieb, der ganz klar auf also Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, dass die Kulturen einen bestimmten Ertrag abwerfen, die Freiheit nicht hat, zu gucken, was gibt es denn für Anbaumethoden, die vielleicht die Bodenfruchtbarkeit steigern und vielleicht dann sozusagen nicht den Riesenertrag abwerfen, aber wenn man sozusagen mit der Gemeinschaft das abklärt, was für Versuche man vorhat und was auch die Risiken sind, dann kann man schon sagen, dass bei uns der Betrieb viel experimenteller gelaufen ist und vielmehr auch so Forschung auf dem Betrieb selber stattgefunden hat, als das vielleicht auf anderen Betrieben möglich ist, die sich also keinerlei Minderertrag leisten können. Das heißt, es hat auch viel Raum geschaffen, um neue Anbaumethoden zu entwickeln. Genau, das andere Aspekt, keine normierte Ware. Ich glaube, das ist ja auch was, was vielleicht mehr und mehr ins Bewusstsein rückt, aber dass nicht nur Salat eingefräst wird, weil er sozusagen gerade der Abnehmer abgesprungen ist, sondern dass Salat auch eingefräst wird, weil er halt nicht schön aussieht. Das macht einen Großteil der Verluste in der landwirtschaftlichen Produktion aus, dass bestimmte Normen erwartet werden vom Handel und die nicht erfüllt werden und damit einfach 30-40% zum Teil in der Tonne landet und nicht geerntet wird, weil das einfach den Standards nicht entspricht und dem also wirken wir entgegen. Also alle Leute verstehen und merken auch, dass die Sachen nicht nach Aussehen sozusagen schmecken, sondern genau demnach, wie sie angebaut wurden und das nicht, dass eine krumme Gurke auch gut schmecken kann, um das irgendwie verkürzt darzustellen. Und was ich ganz spannend finde, ist, was für mich auch so ein bisschen zeigt, dass es sowas wie eine menschliche Natur nicht gibt, sondern dass wir als Menschen uns so verhalten, wie uns das die Spielregeln des Systems vorgeben ist, dass wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich mein Verhalten nicht wirklich geändert habe. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann suche ich mir immer noch den schönsten Brokkoli raus und lasse den liegen, der nicht schön aussieht. Während wenn ich mich sozusagen in dem Kontext dieses Projekts bewege, das so nicht mache, sondern das wertschätze, was halt da ist. Und das ist für mich eine ganz einleuchtende Erfahrung gewesen, die so ein bisschen sagt, genau, also der Mensch ist das, was aus ihm gemacht wird von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und wenn wir uns anders organisieren, dann verhalten wir uns auch anders. Und genau, auch was sozusagen die Entnahme nach dem Bedarf angeht, das kann ja, also wie ich das gerade dargestellt habe, war es ja so, dass manchmal Leute von bestimmten Sachen nichts mehr bekommen haben oder manchmal Leute sich nicht getraut haben, genug zu nehmen. Aber ich glaube, wo es ganz viel darum geht in dem Projekt, für mich auf jeden Fall, ist den Diskussionsprozess anzuregen, wie können wir denn miteinander solidarisch umgehen, wenn wir uns außerhalb dieser Marktlogik bewegen. Und dann ist es auch nicht, also ich, für mich persönlich ist es auch nicht schlimm, wenn ich dann mal keine Zuckererbsen kriege, sondern wichtig ist dann, dass wir zusammen uns treffen, was wir machen, viermal mehr, das sage ich später noch, und darüber diskutieren, wie wir denn miteinander umgehen wollen. Anders als wir das sonst so tun. Und dafür, finde ich, bietet das Projekt ganz viele Räume. Genau. Andere Aspekte, die wichtig sind für mich und die sich unterscheiden von dem, wie die Marktwirtschaft uns organisiert, sind gegenseitige Hilfe und Verantwortung. Eine freie Vereinbarung, die wir miteinander treffen. Also ich habe nie einen Vertrag mit der Marktwirtschaft unterschrieben, dass ich hier drin so leben möchte, sondern das wurde mir so ein bisschen aufoktroyiert und wir sagen halt zusammen, wir wollen uns so organisieren und nicht anders. Solidarität, selbstgewählte Abhängigkeiten. Viele Leute sagen ja, oder haben ja so ein bisschen das Gefühl, dass dass der Markt ihnen so irgendwie viel Freiheit zuspricht oder sie unabhängig macht, weil sie sich in alle möglichen verschiedenen Läden gehen können und sich das kaufen wollen, worauf sie gerade Bock haben. Aber im Endeffekt sind wir alle abhängig von irgendwelchen Menschen. Wir sehen sie nur nicht, weil sie nicht direkt vor Ort sind. Und mein Wunsch wäre, dass wir uns vielmehr in selbstgewählte Abhängigkeiten wieder bewegen. Dass wir die Menschen kennen, von denen wir abhängig sind. Und genau, uns befreien von diesen abstrakten Abhängigkeiten, die wir auch gar nicht mehr so richtig überblicken können, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen oder anderswo unsere Waren einkaufen. Und die Möglichkeit, dass sich die noch Konsumentinnen, also die Leute, die unsere Produkte essen, sich auch ermächtigen können. Das heißt, dass sie bei uns im Projekt mitmachen können. Und das läuft bei uns so, dass wir eben keine Verpflichtung haben, dass Leute sich einbringen, aber dass wir durchaus offen dafür sind, Wissenshierarchien abzubauen. Das heißt, die Leute, die die Hauptverantwortung übernommen haben für das eine Jahr, die sprechen auf jeden Fall eine Einladung an alle Unterstützerinnen aus, sich so einzubringen, wie sie das wollen und geben auch gerne ihr Wissen weiter, dass sie sich angeeignet haben über die Saison. Und das heißt, es können Leute einfach auch auf dem Betrieb mitmachen, in allen Abstufungen. Das heißt, es gab Leute, die
regelmäßig jede Woche zum Ernten gekommen sind und die eine super große Unterstützung waren. Und dann gab es aber auch andere Leute, die irgendwie zweimal im Jahr vorbeigekommen sind und genau, einfach Bock hatten, eine bestimmte Sache zu lernen. Und das waren wir auf jeden Fall immer offen für und sind es auch weiterhin. Und dieses gegenseitige Commitment für ein Jahr, also dass dieser Vertrag für ein Jahr unterschrieben wird, genau, ist ja auch ein Zeichen von Verbindlichkeit und genau, Organisierung, die wir zusammen machen. Dann ist es so, dass das, was ich eben meinte, wir kommen jedes Jahr viermal ungefähr zusammen, jenseits von der Gründungsveranstaltung, die jedes Jahr im Dezember stattfindet, wo die Gebote gesammelt werden, kommen wir nochmal viermal jenseits dieser Gründungsveranstaltung zusammen und diskutieren verschiedene Sachen, die anstehen. Und also sowohl die laufenden Finanzen als auch genau, was sozusagen so Probleme angeht, wie die freie Entnahme, funktioniert das nicht, wie können wir dafür sorgen, dass es funktioniert, also wo einfach so Räume aufgemacht werden, um nochmal eine Diskussion zu führen über, wie wollen wir uns eigentlich zueinander ins Verhältnis setzen. Und genau, alle Entscheidungen werden auch gemeinsam getroffen. Das heißt jetzt nicht, dass die Gärtner jedes Mal fragen können müssen, ob sie dies oder jenes Saatgut kaufen müssen, also da wird ihnen schon sozusagen ein großer Vertrauensvorschuss gegeben, aber was jetzt genau Finanzen angeht oder genau, welche Rechtsform geben wir uns und so weiter und so fort, da sind schon alle gefragt und da wird im Konsens entschieden. Genau. Jetzt nochmal so ein bisschen weiter gedacht, die ganze Frage oder die ganze Frage nach dem, wie kommen wir aus dieser kapitalistischen Vergesellschaftung raus. Und das ist ein bisschen Zukunftsmusik, so ein bisschen machen wir das schon, aber es ist ja schon so, dass wir durch dieses Budget, was auf jeden Fall gedeckt werden muss, immer noch angewiesen sind auf die finanziellen Beiträge der Leute. Das heißt, dass wir als Gärtnerinnen im Kollektiv zwar so ein bisschen aus dieser kapitalistischen Vergesellschaftung rausfallen und uns so organisieren wollen, wie wir Bock haben, aber das nur auf der Grundlage, dass andere Leute ihre Arbeitskraft verkaufen oder eben selbstständig sind und uns dieses Geld zur Verfügung stellen. Das ist trotzdem cool, aber es heißt natürlich immer noch, dass anderswo entfremdete Arbeit geleistet werden muss. Deshalb so ein bisschen die Idee, können wir die Bedürfnisse, die wir als Gärtnerinnen haben oder das, wofür wir im Moment auch Geld noch ausgeben, nicht auch ohne Geld befriedigen und uns ein bisschen unabhängiger machen von diesen geldmäßigen Inputs. Genau, weil Geld meistens Gleichsetzung, Zwangsverhältnis und Ausschluss heißt, also das, was ich vorhin schon gesagt habe. Genau. Und wie wir das machen, sind eben diese nicht monetären Beiträge. Das hatte ich ja vorhin schon gezeigt, wo Leute sozusagen auf ihrem Vertrag sagen können, was sie beitragen wollen, jetzt auch jenseits von Geld. Es gab also der Landwirt, bei dem wir wirtschaften, der hat uns den Schlepper zur Verfügung gestellt. Dann gab es Leute von der Uni, die das Uni-Gewächshaus betreiben, die gesagt haben, wir können einfach bei uns die Anzug machen. Es gab Leute, die, wie gesagt, irgendwie Leute, also Gärtner massiert haben, immer mal wieder. Und das sieht dann so ein bisschen so aus, das ist so ein bisschen die Auswertung jetzt von den Verträgen von einem Jahr. Jetzt natürlich datenschutzrechtlich nicht in Ordnung, aber ihr könnt ja wegkommen. Also auf jeden Fall sozusagen, hier waren alle Leute, die gesagt haben, ich kann im Garten mithelfen. Hier gab es die Person, die Massage angeboten hat und Leute, die programmieren wollen. Also so, ne, das ist sozusagen dann nur die Auswertung von dem, was Leute beitragen können. Und genau, es ist ein bisschen die Frage, ob man durch die Beiträge der Leute das Budget so ein bisschen reduzieren kann, weil sozusagen Bedürfnisse, die wir als Gärtnerinnen haben oder Sachen, die wir einkaufen müssten sonst, über die nicht monetären Beiträge der Leute abgedeckt werden können. Und wir da so ein bisschen rauskommen aus der Abhängigkeit vom Geld. Das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, was noch nicht so realisiert ist, aber wo ich gerne hingehen würde, dass so, also sind Treibstoffe im Wendland, die ihre eigenen Treibstoffe für die Landwirtschaft produzieren, dann müssen wir keinen Diesel mehr einkaufen. Vorstellbar ist auch, und das läuft auch gerade so ein bisschen bei uns an, dass wir uns mit verschiedenen solidarischen Landwirtschaftsprojekten in der Region zusammentun und auch unsere eigene Saatgutvermehrung organisieren. Das heißt, wir müssen weniger Saatgut einkaufen. Und genauso könnte es sein, dass uns als Gärtnerin, keine Ahnung, jemand, der ein Haus zur Verfügung hat und das sozusagen gerade nicht nutzt und uns dann Wohnraum zur Verfügung stellt, dafür sorgt, dass wir weniger Mietkosten haben. Oder irgendwelche Ärzte, das ist so ein bisschen utopisch gedacht, die sagen, ey, wir behandeln euch auch, wenn ihr keine Krankenversicherung habt, aber also sozusagen einfach nur mal, um so ein bisschen in die Denkbewegung zu kommen von, wir brauchen, also ganz schnell sagen Leute, ich brauche Geld, aber wofür brauche ich denn Geld und können wir das nicht auch sozusagen gemeinschaftlich organisieren? Das ist so ein bisschen die Denkbewegung, die ich damit so ein bisschen anstoßen will
Und deshalb machen wir das auch mit der Abfrage von nicht mit monetären Beiträgen, was da ist, Zeit, Ressourcen und Fähigkeiten. Genau, das erstmal so als Zusammenfassung, was ich so ein bisschen rüberbringen wollte. Ich habe jetzt vielleicht noch so ein anderes Kapitel über Probleme, aber ich würde es erstmal kurz dabei belassen und fragen, ob Leute nochmal Rückfragen haben erstmal zu dem ganzen Konzept und wie das funktioniert und was ihr dazu denkt. Weil es ist alles ein bisschen schnell. Ich habe eine Frage so zu dem Verhältnis zu der angestammten Bevölkerung. Das ist ja doch, man platzt da rein mit so einem ganz anderen Konzept. Man hat wahrscheinlich auch eine Konkurrenz zu den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben. Wie hat das funktioniert? Gab es da eine Offenheit oder waren die Leute arg reserviert? Also zu den landwirtschaftlichen Betrieben würde ich jetzt nicht sagen, was gerade so ein bisschen... Die Frage ist, wir haben damals angefangen beim Bioladen auch Flyer auszulegen und Plakate aufzulegen und damals war das auch vollkommen okay noch. Und dieses Jahr haben sie uns gefragt, ob wir uns nicht mal zusammensetzen können, weil sozusagen sie da so ein bisschen, also genau, sie einfach merken anscheinend, es ist noch nicht ganz klar, worüber sie mit uns reden wollen, aber es scheint wohl so zu sein, dass es einfach da sozusagen zu einer Konkurrenzsituation auch einfach kommt, weil Leute, die früher im Bioladen eingekauft sind, halt jetzt, das ist so auch eine Kleinstadt, da ist nicht das Publikum sozusagen ist begrenzt. Und da müssen wir einfach Wege finden, wie wir damit umgehen können. Trotzdem würde ich sagen, dass es schon auch nochmal eine andere Schicht von Leuten ist, die sich für so ein Projekt interessiert, als die Leute, die jetzt im Bioladen einkaufen gehen. Also da gibt es Überschneidungen, aber die sind nicht 100% oder so. Also sind schon unterschiedliche Menschen auch, die sich bei unterschiedlichen Projekten engagieren, würde ich sagen. Genau. Sonst würde ich auch nochmal mit den... Ja? Ich habe Probleme, mir das vorzustellen, wie jedes Jahr die 20 Gärtner wechseln. Es sind ja 5 jedes Jahr, 5 bis 7 jedes Jahr. Die wechseln. Die wechseln, genau. Und 15 circa, die... Nee, 90 Leute, die versorgt werden, von den 5 bis 7 Gärtnerinnen. 20 waren insgesamt dabei. 20 über die 4 Jahre. In einem Jahr über 5. Ja, genau. Ja, und die wechseln jedes Jahr oder mehr Jahre machen? Es gab 2 Leute, die 2 Jahre gemacht haben, aber es gab auch Jahre, wo das komplette Team gewechselt hat. Und es läuft so ab, dass es jedes Jahr, jetzt schon im Sommer, eine Berufungskommission gab, sozusagen, von den Unterstützerinnen, die ausschreiben, wer will nächstes Jahr. Also es wird erstmal das alte Gärtnerinnen-Kollektiv gefragt, wer will einer von euch nächstes Jahr weitermachen? Und dann wird nochmal ausgeschrieben und gesagt, wir suchen Gärtnerinnen fürs nächste Jahr. Meistens gibt es tatsächlich zu viele Leute, die das machen wollen, aber die werden so ein bisschen moderiert von einer Arbeitsgruppe von Unterstützerinnen, die werden alle zusammengetrommelt und dann wird sozusagen ein moderierter Prozess gemacht, der dazu führt, dass es dann sich ein neues Team findet und das steht meistens auch schon im Oktober. Das heißt, es ist jetzt schon längst klar, wer nächstes Jahr das machen wird und es ist auch jetzt schon so, dass die Leute, die es nächstes Jahr machen werden, immer mal wieder vorbeikommen und mitarbeiten, jetzt die Aufräumarbeiten mitmachen im Herbst, also alles mit Ernten und auch die Pflanzenschutz, also die Schutznetze zusammenlegen und so ein bisschen einfach so in den Betrieb eingeführt werden, denen wird alles gezeigt und es ist auch jedes Jahr so, dass das Kollektiv das diesjährige Kollektiv so ein kleines Handbuch schreibt für das kommende Gärtnerteam, was sie sozusagen gelernt und mitgenommen haben aus dem Vorjahr. Das heißt, trotz dass es dieses wechselnde Kollektiv an Gärtnerinnen gibt, hat sich der Betrieb auf jeden Fall weiterentwickelt. Also er ist immer größer geworden und ich würde sagen, er ist auch immer professioneller geworden. Vielleicht nicht in dem Maße, wie das so gewesen wäre, wenn es seit 5 Jahren das gleiche Team gemacht hätte. Aber wie gesagt, es hat ja andere Vorteile. Dadurch, dass so viele Leute dieses Konzept lernen und auch die Möglichkeit haben, so eine Betriebsleiterin-Funktion zu übernehmen, würde ich sagen, das ist so ein Opfer, das muss man halt bringen. Also dann ist die Betriebsentwicklung vielleicht nicht so rapide, wie das normalerweise sein würde, aber dafür gibt es einfach diese Chance, dass viele Menschen an dem Projekt mitwirken können. Und so läuft es. Ist es gewollt, dass von den Gärtnern möglichst viele wechseln? Nö, keine Regel. Also da gibt es jetzt keinen Wunsch oder so, sondern es ergibt sich halt. Aber es wird auf jeden Fall denen Vorrang gegeben, die schon ein Jahr gegärtnert haben. Also wenn die weitermachen wollen, dann wird denen auf jeden Fall Priorität eingeräumt. Ja, aber das heißt, das sind dann manchmal zum Teil ganz landwirtschaftsfremde Leute, die dann auch mal so einen Hof leiden. Genau. Also schon irgendwie eine Vorbildung. Irgendwie.
zumindest im Gärtner oder in der Landwirtschaft? Oder? Also es war sehr unterschiedlich über die Jahre. Es waren immer Leute dabei, die eine gärtnerische Ausbildung haben oder in der Praxis gearbeitet haben und dann studiert haben oder so. Also es gab immer Leute, die einen Hintergrund hatten, aber es gab auch immer Leute, die kaum einen Hintergrund hatten. Und das, so das ist, glaube ich, auch eine Sache, wenn ich zu Problemen komme, die so ein bisschen, die oft in den letzten Jahren eine Schwierigkeit auch dargestellt haben in dem Team, weil es sozusagen einfach krasse, zum Teil Wissenshierarchien gab und es so ein Missverhältnis gab zwischen den Leuten, die halt schon viele Jahre Praxis haben und denen, die noch nicht viele Jahre Praxis haben. Aber insgesamt würde ich sagen, hat es schon geklappt, dass Leute sich trotzdem zusammengesetzt haben und gemeinsam Entscheidungen getroffen haben. So. Die Frage ist ja so ein bisschen, wie geht man mit Wissenshierarchien um? Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Prozess, durch den jedes Kollektiv durchgegangen ist, also wie sie damit umgehen. So. Aber das war grundsätzlich, war das so. Ja, also grundsätzlich gab es Leute, die Vorwissen hatten und Leute, die nicht viel Vorwissen hatten. Die hätten aber theoretisch auch die Betriebsleitung machen können. Haben sie ja. Also es ist tatsächlich so, dass immer, also auch die fünf Leute, die zwei, die jetzt Profis waren, sage ich jetzt mal, und die drei, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die haben trotzdem alle zusammen jeden Montag in der in der Teamsitzung gesessen und zusammen Entscheidungen getroffen. Ja. Ja. Kann man so ein bisschen mitverfolgen, was sie danach machen? Also es scheint ja dann so, schon so zu sein, dass wir dann auch alle weg wollen, in Anführungszeichen. Mhm. Also enden die dann auch dann in solidarischen Landwirtschaften, starten die selber was? Also ist das so ein Sprungbrett quasi für die meisten? Ja, würde ich schon sagen. Also das ist, also ich weiß auf jeden Fall von einem Pärchen, was jetzt auf dem Betrieb arbeitet, anderswo und da solidarischen Landwirtschaft beginnen will. Es gibt eine Person, die in der Hofgruppe ist, die auch ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt starten will. So, also genau, das gibt es schon, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die nochmal weiter studieren oder was auch immer machen, aber so, ne? Also die Leute, die, ich würde schon sagen, dass die Leute, die in Landwirtschaft zurückgehen, dahin zurückgehen, um so ein ähnliches Projekt zu starten. So, das würde ich schon sagen. Total praktische Frage. Mhm. Heißt der, dass man das dann so genügend Gemüse produziert wird, dass man nichts zukaufen wird, wird dann davon ausgegangen, dass man da Tag und Nacht von isst oder dass man auch drei Tage die Woche, sag ich mal, in der Arbeitsende reisen ist? Also es muss ja irgendeine Kalkulationsgrundlage haben, oder? Weil ganz viele Leute ja jetzt nicht ausschließlich immer nur daheim essen. Genau. Aber das muss jede Person halt für sich selber einschätzen. Also es gibt sozusagen, ich glaube, also sozusagen die Datengrundlage, die ist ja jetzt über die Jahre gewachsen. Das heißt, man weiß ungefähr mittlerweile, wie viel 90 Leute essen. Und da sind sozusagen über diese Erfahrungswerte, da sind ja sozusagen schon auch drin, dass Leute unterschiedlich viel essen, sozusagen. Aber du kannst halt nicht weniger als einen Anteil nehmen. Und ein Anteil würde schon heißen, dass wir dir so viel Gemüse liefern, dass du jeden Tag einmal mit Gemüse kochen kannst, auf jeden Fall. So. Und wenn das halt zu viel für dich ist, dann gab es so Szenarien, dass die Leute den Anteil geteilt haben. Das können Leute machen, aber das müssen sie unter sich machen. Also wir vergeben keine halben Anteile, sondern das müssen sie dann halt Leute zu selber absprechen und sagen, wir teilen uns einen Anteil. Und das ist dann manchmal auch schwierig, weil dann kann es auch sein, dass sie auf einmal zu viel nehmen, weil sozusagen das mit dem zwei halbe Anteile und dann wollen doch alle irgendwie viel Gemüse essen. Also das ist ein bisschen schwierig sozusagen. Also grundsätzlich ermutigen wir die Leute zu sagen, wenn du eine Person bist und du willst voll versorgt werden mit Gemüse, dann nimmst du einen Anteil sozusagen. Bei uns in der WG ist es so, wir sind 6 Leute und wir haben das ein bisschen ausgekaspert, wie oft sind Leute da und wir haben 3 Anteile sozusagen zum Beispiel. Also das muss dann jeder Haushalt, sage ich mal, für sich entscheiden. Ja, das war jetzt eigentlich eine logische Frage, aber das wurde schon ein bisschen gerade vorweggenommen, wie Angebot und Nachfrage aufeinander abstimmen. Also diese Anteile, sind die so fest geschätzt, was einer isst? Ja. Das heißt, je mehr Leute sich dann anmelden, das heißt, eine Anmeldung bedeutet, da ist jetzt jemand, da ist jetzt eine Bedarfseinheit, und so wird dann produziert. Genau, die letzten 3 Jahre waren ja sozusagen schon für 90 Leute produziert, das heißt, man hat eine sehr gute Grundlage, wie viel 90 Leute brauchen. Mhm. Und damit kann man ja auch ausrechnen, wie viel eine Person braucht, sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt, im Moment ist es ja so, dass es über 3 Jahre schon 90 Leute waren. Das heißt, man muss die Anbauplanung ist quasi die gleiche jedes Jahr sozusagen. Man passt immer noch jedes Jahr so ein bisschen an, aufgrund der Umfragen, die wir machen jedes Jahr, um so den Bedarf anzupassen.
Aber grundsätzlich ist es ja bei 90 Leuten ähnlich bleiben sozusagen. Und wenn man nicht erweitern würde, dann könnte man entsprechend proportional das hochrechnen, was man mehr anbauen würde. Der tatsächliche Bedarf, der wird es nicht ermittelt oder so. Der tatsächliche Bedarf wurde am Anfang ermittelt. Indem wir gefragt haben, es sind die und die Sachen, die nur mit den Monaten zur Verfügung und wie viel braucht ihr davon pro Woche, sozusagen. Das war damit, wo wir gestartet sind. Und jetzt ist es der real existierende Verbrauch der Leute. Der wird auch gemessen. Ja klar, wir wissen ja ganz genau, was wir geliefert haben. Ja, auf jeden Fall. Ist der auch offen einsehbar von anderen? Also der ist jetzt nicht irgendwie online in einem, sozusagen zugänglich, aber wenn Leute den haben wollen, können sie den kriegen, klar. Und wir, also jedes Jahr am Ende sagen wir auch, wie viel wir von was geerntet haben. Also wie viel Tonnen und Kilo und was auch immer was. So, dann ist den Leuten schon dann transparent. Ist gut, Abu? Auch die Gemüseauswahl, die stellt ihr schon zusammen. Also je nach. Also ihr müsst ja auch irgendwie so ein ökologisches Konzept haben, oder? Also ist auch biologische Landwirtschaft wirklich an. Und dann können die Leute zwar ihren Bedarf anmelden, aber unter der Auswahl, die ihr sagt, also wenn ihr sagt, also es wachsen halt nur, was weiß ich, 3 Tonnen Möhren bei uns und die kommen zu der und der Jahreszeit, dann ist klar, daran halt müssen sie sich halten. Also ihr habt da schon vorher so Vorgaben, wollte ich fragen. Ja, grundsätzlich haben wir am Anfang schon mal gefragt, was sind so die, wovon wollen Leute mehr und wovon wollen sie weniger. Das machen wir auch jedes Jahr. Das heißt, wir können schon flexibel reagieren. Also wenn Leute sagen, sie wollen jetzt mehr von dem, dann machen wir mehr von dem. Das können wir schon machen. Es gibt bestimmte Sachen, wo das einfach begrenzt ist. Also wenn Leute sagen, ich will jetzt jede Woche 3 rote Paprika haben, dann können wir sagen, das geht hier klimatisch nicht. Beziehungsweise es geht schon, aber dann müssten wir riesige Gewächshäuser bauen und das ist nicht, also das, dann können wir auch drüber reden, aber das ist gar nicht realistisch sozusagen. Und das sind so Sachen. Also es gibt schon Sachen, wo wir von der Anbautechnik her begrenzt sind, aber wenn Leute jetzt sagen, sie haben überhaupt keinen Bock mehr auf Sellerie, dann machen wir halt weniger. Das können wir schon machen. Also das kann man fruchtfolgemäßig schon auch so hinschieben. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, das wollte ich wissen. Ja. Und wenn wir jetzt die neuen Flächen dazu kriegen, dann können wir noch mehr rumschieben. Also es geht schon. Und ihr habt auch so Versuche, hast du vorhin gesagt, so irgendwie, was wächst nach was? Oder ihr macht da auch so Forschungs... Genau, das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen hinten anstellen, weil das zu sehr ins Detail geht. Können wir uns vielleicht nachher nochmal drüber unterhalten. Schafft ihr es denn, nichts wegzuschmeißen? Nee. Mm-mm. Wir schmeißen trotzdem Sachen weg. Also deutlich weniger als das, was ich auf allen landwirtschaftlichen Betrieben... Also ich meine, das ist ja absurd, wenn man die Lebensmittelkette mal anguckt und man guckt... Es ist ja abartig. Genau, so, da wird ja zum Teil, weiß ich nicht, 70% oder sowas, Land kommt nicht bei den Leuten an. So, ne? Und da sind wir vielleicht bei 10% oder sowas, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber oder noch weniger, vielleicht auch nur bei 5%. Aber es kommt also so, es kommt auch ein bisschen drauf an, auf die Jahreszeit. Jetzt im Winter, wenn da Lagergemüse geliefert wird, dann hält sich das ja auch super lange, auch wenn jetzt nicht alles in einer Woche abgeholt wird. So. Grundsätzlich höher sind die Verluste so ein bisschen in den Sommermonaten, wenn super viel da ist und Leute im Urlaub sind zum Beispiel. Aber da ist es dann so, dass wir eben, das hatte ich gar nicht erwähnt, aber die Unterstützerinnen organisieren sich auch in Arbeitsgruppen und dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich um die Verarbeitung kümmert und dann sagen wir, okay, es ist jetzt Sommer, offensichtlich sind ganz viele Leute in Ferien, wir haben super viele Tomaten und dann wird halt Passata gemacht für die ganze Gemeinschaft sozusagen und damit drücken wir die Sachen, die wir wegschmeißen, weiter und weiter runter sozusagen. Okay. Das heißt, ihr habt schon Netzwerke, wo die Überschüsse dann abstoßen. Genau, also das jetzt, genau, das Sache auf dem Kompost landen ist schon sehr selten. Es gibt dann auch eine Küche, also eine Küche für alle in Wittenhausen, wo Leute auch manchmal Reste einfach hinkommen. Und es ist auch so, dass wir dienstags liefern und Mittwochabend, also Dienstagmittag geliefert, Mittwochabend ist alles freigegeben. Das heißt, Mittwochabend ist vorbei, so, da hat keiner mehr ein Recht auf irgendwas. Sondern da kann dann jemand kommen und sozusagen für die Großfamilie kochen, die dann zu Besuch kommt oder sowas. Also es ist sozusagen nicht unbegrenzt immer alles zur Verfügung, weil wir sagen, sonst verkommen die Sachen halt so. Also vor allem Salate und andere Sachen, die einfach nicht lange lagerbar sind. Und es ist dann Mittwochabend auch Leute, die keinen Anteil haben oder schon nur Unterstützung? Du kommst ja in den Raum nicht rein, wir haben da halt so ein Zahlenschloss, also okay. Du kommst da sozusagen nicht rein als Nichtmitglied, aber wenn du sozusagen als Mitglied jetzt haben wollen, dann kannst du denen das mitbringen, klar. Okay, ja. Genau. Gut, ich will noch mal kurz ein bisschen was... Ja, okay. Geburtskunde. Zu der Geburtskunde, ja. Das Budget abarbeiten sollen. Wie gut kommt ihr da hin? Auf das Budget? Ja. Also ich würde sagen, wir haben jetzt 4 Jahre Erfahrung.
In 3 Jahren sind wir bei der ersten Runde gleich bei der Deckung des Budgets gewesen. Und in einem Jahr mussten wir einmal nachbieten. Also wo alle nochmal einen drauflegen mussten, sozusagen. So, das war bisher die Erfahrung. Ja. Und du hattest noch eine Frage. Und dann mache ich nochmal kurz weiter mit dem Problem. Ja? Ja, das ist eine ganz verwandte Frage von mich auch mal, ob ihr quasi gerade am Anfang, ob ihr dann irgendwie eine Vorgabe gemacht habt, Orientierung zu sagen, das Ganze funktioniert nur, wenn plus minus so und so viele Leute sich so und so viele Tage einbringen oder so und so viel Geld zur Verfügung stellen oder so. Weil natürlich, also so wie wir es gewohnt sind, ist es ja so, dass wir sehr, sehr wenig Bezug haben zu der Arbeitsleistung, ja, zu den tatsächlichen Geldwert jetzt von einem Produkt. Ja. Und deshalb ja, quasi das typische Problem, es gibt so viel, wie es dir wert ist, das ist für die meisten Leute kaum leistbar, das zu beurteilen. Ja, wir haben, also es ist schon so, dass, also das haben die unterschiedlichen Jahrgänge, sage ich jetzt mal, unterschiedlich gehandhabt. Manche Kollektive haben den Leuten einen Richtwert gesagt, wir haben das da bewusst nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen tatsächlich, dass die Leute sich mal so ein bisschen unabhängig jetzt von irgendeiner Zahl, die ja schon wieder ganz doll einschränkt, sich damit auseinandersetzen, wie viel sie denn beitragen können für Gemüse. So, also das ist schon so eine Denkübung, die wir den Leuten nicht ersparen wollten, indem wir ihnen sagen, ihr müsst nur so und so viel zahlen im Durchschnitt und dann passt das schon. Und das war, also ich glaube, das war auch gut. Also es waren super viele Diskussionen dann darüber, wie viel können wir beitragen. So, ne? Und ja, das war auf jeden Fall auch wieder so ein Diskussionsraum, der damit geöffnet wurde, würde ich sagen. Und andere Jahrgänge haben halt gesagt, es gibt einen Richtwert und der ist so hoch. Aber es wird dann, also ich glaube, es war immer so, dass immer wieder betont wurde, das ist nur ein Richtwert und gebt, was ihr könnt. So. Weil der Richtwert ja ganz schnell auch einfach, bei Leuten das Denken, dann hört das Denken halt auf. Dann wissen sie halt wieder, wie viel es kostet und dann ist der ganze Gag weg. So ein bisschen. Also würde ich sagen, also so mein Gefühl zu der Sache. Aber natürlich wissen die Leute das Gesamtbudget. Und wenn sie einen Taschenrechner haben, dann können sie durch 90 durch 12 machen und dann wissen sie, was der Richtwert ist, sozusagen. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, das kriegen die schon hin, wenn sie es wollen und wenn sie kreativlos sind. Aber sonst würde ich sagen, kann man auch nochmal, also wir haben das auf jeden Fall in der WG auch gemacht und der Diskussionsprozess ist super spannend. Solar-G-Verbände in Deutschland hinsichtlich der Entwicklung, Adaptierung und Anwendung von neuartigen Anbaumethoden, jetzt namentlich zum Beispiel Hydroponik oder Aquaponik oder Vertical Farming, jetzt je nach Kapazität. Würde ich glaube ich auch zurückstellen und nachher mit dir so hinterher klären. Also auch, genau. Weil das so eine Spezialfrage ist. Aber ich würde noch mal kurz so ein bisschen durch die Probleme gehen, die wir auch auf die wir gestoßen sind und dann genau, bin ich auch am Ende. Also eine Schwierigkeit, auf die wir gestoßen sind, ist so die Frage, wer macht's? Wacker fehlende Selbstorganisation. Also es gibt diesen großen Unterstützerinnenkreis von 90 Leuten, aber das heißt nicht, dass alles, was wir uns wünschen, was gemacht wird, auch gemacht wird. Und es ist so ein bisschen die Frage, die ganzen Jahre beschäftigt ist, warum bringen sich Leute nicht mehr ein, sozusagen? Oder warum funktioniert das manchmal mit den Arbeitsgruppen nicht so gut? Und genau, da sind wir noch so ein bisschen am Ausloten, woran liegt es sozusagen. Also was brauchen die Unterstützerinnen, also auch ich jetzt in der Position, weil ich gerade kein Gärtner bin, was brauche ich auch, um sozusagen mich über meine Beiträge hinaus noch in das Projekt einzubringen. So. Dann auch so ein bisschen, wer weiß was, also Kommunikation, Struktur und Transparenz. Also manchmal gab es einfach Kommunikationsschwierigkeiten, weil sozusagen den Gärtnerinnen ganz klar war, warum eine bestimmte Sache so gelaufen ist. Den Unterstützerinnen war das nicht klar, weil es nicht über die großen Kommunikationskanäle gelaufen ist. Und dann gab es ein bisschen Unmut. Auch Mailinglisten haben ihre Tücken. Also so, wir sind auch da, also bei der Selbstorganisation sind wir drauf gekommen, dass es wahrscheinlich Sinn macht, eine Koordinationsgruppe irgendwann zu gründen, die so ein bisschen den Raum hält und auch Leute immer mal wieder anspricht auf die Verantwortung, die sie übernommen haben. Und bei der Kommunikationsstruktur Transparenz ist uns aufgefallen, dass es wichtig ist, dass wir persönliche Treffen haben. Also das ist immer wieder, wir haben jetzt so Liefercafés ausprobiert dieses Jahr, das müssen wir auch mal auswerten, wie das funktioniert hat, wo sozusagen die Landwirte, also wo das Gärtnerinnenkollektiv am Abholraum selber ist
und den Leuten begegnen und die so ein bisschen quatschen können und sich austauschen können, um sozusagen so ein bisschen das von der Mailingliste wegzubringen und so tatsächlich so ein Face-to-Face-Gespräch einmal wöchentlich oder einmal monatlich hinzukriegen sozusagen, wo einfach auch Unmut geäußert werden kann oder Wertschätzung oder was auch immer, was sozusagen in so einem digitalen Raum immer total schwierig ist. Also dass auch die Gärtnerinnen manchmal einfach das Gefühl haben, wo sind denn die ganzen Leute? So, und so, dass, um das so ein bisschen zu verbessern, haben wir überlegt, dass es einfach Sinn macht, verschiedene Formen zu finden, wo man sich direkt treffen kann. Dann sowas wie Bad Old Geschlechterverhältnisse. Das ist sowas, also das so, natürlich sind wir sozusagen jetzt ein bisschen freier, was die Ökonomie angeht, aber es gibt auch andere Herrschaftsverhältnisse, die einfach nicht verschwinden sozusagen. Also so diese grundsätzliche, also so eine Landwirtschaft, die weiterhin männerdominiert ist und wo es einen ganz starken, genau, auch was Treckerfahren angeht oder Maschinen angeht, so eine ganz klare Geschlechterteilung gibt. Ja, ihr lacht, aber das ist sozusagen, also es ist einfach eine krasse reale Schwierigkeit, würde ich so mal behaupten. Und theoretisch haben wir dadurch, dass wir uns sozusagen diesen Freiraum organisieren und nicht unter den ökonomischen Zwängen stehen, die Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen und irgendwie Räume zu schaffen, wo Wissen ohne irgendwie Mackertum so ein bisschen vermittelt werden kann. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass es passiert. So. Also nur weil so ein ökonomisches Herrschaftsverhältnis wegfällt, heißt es noch lange nicht, dass irgendwelche anderen Herrschaftsverhältnisse wegfallen. Also dass sozusagen auf einmal Leute sich total sensibel verhalten, was Geschlechterverhältnisse und patriarchale Strukturen angeht. So, das ist irgendwie was, wo man so bewusst Räume für schaffen muss. Und ich würde sagen, dass dafür bietet sozusagen so ein Modell viel mehr Raum, weil wir eben diesen ökonomischen Zwang nicht mehr haben, aber es ist trotzdem was bewusst gemacht werden muss. So. Und das hat in manchen Jahren gut geklappt und in manchen Jahren eben nicht so gut. Genau, je nachdem auch, wie wichtig den Leuten das war. Genauso ähnlich ist es mit dem verinnerlichten Kapitalismus. Also zwar fallen sozusagen diese äußerlichen Zwangsverhältnisse weg. Also wir müssen ganz viel nicht mehr tun, aber trotzdem sind wir ja aufgewachsen in einer bestimmten Gesellschaft und haben bestimmte Werte und Verhaltensweisen verinnerlicht. Was heißt, dass es zum Beispiel ganz schnell dazu kommen kann, dass man wieder anfängt, sich auch zu vergleichen, was, keine Ahnung, Arbeitstempo angeht, wer arbeitet wie viel, und genau, also auch sozusagen so ein bisschen wieder zu gucken, okay, wie viel machst du in einer Stunde? Ich mache viel mehr in einer Stunde als du, weil ich irgendwie effizienter arbeite. Also da sozusagen so ganz viele, also dieser Konkurrenz, dieses Konkurrenzding, was einem so eingebläut wurde von Anfang an, das verschwindet auch nicht einfach. Sondern das sind auch Sachen, die einfach fortleben und die so ein Selbst, so ein Eigenleben führen, die nicht wegfallen, nur weil wir den Rahmen nicht mehr haben, der uns zu bestimmten Sachen zwingt. Dann so die Frage Lustprinzip versus Verantwortung. Nur weil wir jetzt sozusagen nicht mehr für den Markt produzieren müssen, sondern Leuten gegenüber eine Verantwortung haben, heißt es nicht, dass wir sozusagen, ich habe gesagt, wir können unsere Arbeitsabläufe selbst bestimmen, aber trotzdem müssen Sachen halt getan werden in einem bestimmten Zeitrahmen. Also wenn das Wetter gut ist, wenn es heiß ist und man muss gießen oder bewässern, dann kann man nicht zum See fahren, obwohl das vielleicht gerade das ist, worauf man Bock hat. Das heißt, so ein bisschen dieses Austangieren von, okay, ich habe sozusagen eine Gemeinschaft im Rücken und meine Existenz hängt nicht am seidenen Faden, wenn jetzt sozusagen wir, keine Ahnung, 100 Gramm weniger pro Salatkopf ernten, weil es passt schon, muss man so ein bisschen abwägen mit der Verantwortung, die man den Leuten auch gegenüber hat. So. Also trotz dass sozusagen diese kapitalistischen Zwänge wegfallen, gibt es trotzdem sowas wie genau eine Verantwortung, die man den Leuten gegenüber hat, und das muss man so ein bisschen einfach aushalten und austarieren sozusagen. Also wie viel mache ich, wie viel beute ich mich selber aus und wo sage ich auch, hier ist Schluss. Ich mache dieses Projekt, damit ich mich eben nicht selber fertig mache bei diesem Job. So. Und das ist halt was, was man so immer wieder austarieren muss. Dann ist es bei uns auch so, dass das Land und die Produktionsmittel nicht uns gehören. Die gehören einem anderen Landwirt, der uns das alles zur Verfügung stellt, in Gegenleistung für so ein bisschen Gemüse, was wir für ihn anbauen. Und das ist auch ein fairer Deal, aber trotzdem ist es nicht so, dass wir sozusagen die Produktionsmittel, die wir haben, also die Schlepper und das Land, irgendwie entprivatisiert haben und gesagt haben, wir wollen diese Eigentumsform aufheben. Also es ist jetzt nicht Kollektivbesitz des ganzen Projektes. Und wir sind so ein bisschen auf die Goodwill des Verpächters oder des Landwirts angewiesen, dass er uns die Maschinen immer wieder zur Verfügung stellt. Also er kann eigentlich jedes Jahr sagen, ich habe was anderes mit den Flächen vor, tschüss sozusagen. Und das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit. Ich würde
eigentlich sagen, dass das ein integraler, eigentlich ein integraler Aspekt von diesem, von so einem Modell sein muss, was für sich beansprucht, kapitalistische Vergesellschaftung aufzuheben, dass man auch von der Eigentumslogik wegkommt und Sachen entprivatisiert, so, dass man sie freikauft und in irgendeiner Trägerschaft zuführt, die dafür sorgt, dass es nicht wieder verkauft werden kann. Und das ist was, genau, wo wir einfach noch keine Lösung für gefunden haben, weil wir im Moment keine Alternative haben zu der Struktur, die wir haben. Dann so ein bisschen die Frage, die Hippies oder Subkulturalisierung, also für wen ist auch das Projekt offen? Also was für Leute sprechen, fühlen sich angesprochen von unserem Projekt? Genau, wir haben lange Zeit, oder was heißt lange Zeit, wir haben ein, zwei Jahre versucht, also mit Geflüchteten zusammengearbeitet und gesagt, ey, wir haben hier Solidaranteile und die kriegt ihr einfach und ihr müsst dafür nichts geben. Und trotzdem ist es so, dass es super schon so, also die Räume, die wir so schaffen, da fühlen sich einfach nicht alle Leute wohl. Das hat schon irgendwie auch was mit so einem akademischen, weißen Hintergrund zu tun. Wir sitzen alle im Kreis und reden miteinander und so. Und das ist einfach sozusagen, das ist einfach für bestimmte Menschen eine Form, die halt nicht, die für, die, für bestimmte Leute einfach nicht funktioniert. Und es hat einfach auch was mit Klasse zu tun und mit sozialer Herkunft und so weiter. Und genau, da ist ein bisschen die Frage, wie können wir die Räume so machen, dass sich alle Leute darin wohlfühlen. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir noch nicht so richtig gelöst haben. Das sind schon immer so ein bisschen die üblichen Verdächtigen sozusagen, die, genau, die da an dem Projekt mitwirken. Ich weiß nicht, wie das... Genau, und ich glaube, das ist in vielen Projekten so, dass es eine bestimmte Klientel anspricht und man genau, andere Leute einfach nicht anspricht. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. So. Und dann nochmal so ein bisschen die Frage, wer darf die Karotten essen? Also wir haben jetzt diese bestimmte Landmenge und die Frage ist so ein bisschen, wer hat Anrecht auf das Gemüse? Im Moment ist es so, die Leute, die halt seit langem dabei sind und die Leute, die zuerst kommen, dürfen halt Teil des Projekts werden und alle anderen. Und auf der anderen Seite ist das so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, wie sich das ergeben hat. Also die Leute so ein bisschen First Come, First Serve Basis, also die, die zuerst kommen, kriegen halt mal zuerst. Und das ist so ein bisschen die Frage, ist das überhaupt eine gerechte Verteilungsschlüssel? Also wer darf bei uns mitmachen? Vielleicht macht es ja auch total Sinn, dass Leute mitmachen, die keine Ahnung, sonst keinen Zugang dazu hätten zu gutem Gemüse oder was auch immer. Also da kann man sich auch andere Ein- und Ausschlussmechanismen überlegen. Im Moment ist es so gekommen, wie es ist, dass die schon immer da sind, mitmachen und die anderen nicht, aber das ist ein bisschen, kann man ja auch hinterfragen und sagen, ist das sinnvoll. Und dann, jetzt erzähle ich euch hier alles sozusagen von diesem großen politischen Entwurf und die Frage ist ja so ein bisschen, ob alle überhaupt so die Revolution wollen oder das mit so einem politischen Anspruch machen. Viele Leute, die, und deshalb habe ich auch gesagt, ich spreche hier für mich selber, viele Leute machen mein Projekt mit, weil sie saisonales Gemüse haben wollen und jede, genau, und einfach Bock haben, aus 5 Kilometer Radius ihr Gemüse zu kriegen. Für die ist es vollkommen egal, dass es sozusagen vielleicht so ein Potenzial hat. Die wollen einfach nur ihr Geld jeden Monat überweisen und ihre Ruhe haben. So. Und das ist ja auch legitim. Aber was ich cool finde, ist, dass einfach nur dadurch, dass die Leute mitmachen und ihren freiwilligen Beitrag leisten, sie trotzdem alles das machen, was ich gerade gesagt habe, ob sie wollen oder nicht. Und ja, das finde ich so ganz gut, deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber trotzdem habe ich gemerkt, man muss ein bisschen aufpassen, wie doll man die Leute nervt mit sozusagen so politischer, mit so einer politischen, dass man das Ganze nicht politisch überfrachtet und Leute damit so ein bisschen genau, auf den Keks geht, sag ich mal. Genau, das sind so nochmal Probleme und Perspektiven und damit bin ich auch am Ende des Vortrags und wir können jetzt einfach noch ein bisschen weiter diskutieren. Fragen, Anmerkungen, Widersprüche, alles. Wie viele 0-Euro-Anteile habt ihr? Also keine. Nee, wir haben nicht. Ich müsste jetzt für letztes Jahr rausgucken, aber es variiert schon stark. Also es gibt Leute, die zahlen 20 Euro und es gibt Leute, die zahlen 150 Euro. Also da ist schon eine Spanne drin auf jeden Fall. Ja. 150 Euro. Gut, aber also was ich auch manchmal denke ist, und also so ein Diskussionsding, was wir auch haben, ist, manche Leute, also das hatten wir dieses Jahr, Leute haben gesagt, also es gab Personen, die haben eine Buchhaltung gemacht und die haben gesehen, Mann, es gibt Leute, die zahlen 20 Euro nur. Und die haben dann irgendwann bei so einer Vollversammlung mal gesagt, ich finde es, immer wenn ich mir diese Zahlen angucke, dann denke ich, ey, die Leute schätzen das überhaupt nicht wert. Die Leute, die da 20 Euro zahlen, das, vielleicht müssen wir einen Mindestbeitrag einführen oder sowas, weil das ist doch nicht okay sozusagen. Und genau, ich denke halt oft so,
wir machen ja nur ein anonymes Verfahren. Oder die haben dann auch sowas gesagt, ja gut, wenn Leute 20 Euro zahlen, dann müssen sie aber sagen, wer sie sind und warum sie nur 20 Euro zahlen. Und deshalb, also das finde ich halt total krass irgendwie. Also weil sozusagen, wir haben im Moment ein Verfahren, wo das anonym ist und ich finde es total wichtig, dass es anonym ist, weil sobald man es nicht mehr anonym macht und alle wissen, was alle zahlen, sind die Leute sichtbar, die wenig zahlen und die stehen im Rechtfertigungsdruck, aber es stehen nicht die Leute unter Rechtfertigungsdruck, die total viel Geld verdienen. Weil sobald jemand den Richtwert zahlt sozusagen, pisst ihm niemand mehr ans Bein. Aber wenn dieser jemand irgendwie 200.000 Euro im Jahr macht, das ist nicht sichtbar sozusagen. Also es ist total, da gibt es ein ungleiches Verhältnis in der Sichtbarkeit. Deshalb würde ich eigentlich sagen, also wenn man das sichtbar machen würde, dann würde ich so einen gestaffelten Beitrag machen. Dann würde ich sagen, keine Ahnung, 30% des Einkommens muss sozusagen in das Projekt fließen für die Lebensmittelversorgung. Und wenn man dann sagt 200.000 Euro im Jahr, dann sind 150 Euro, also dann ist das ein Witz sozusagen. Also so denke ich so ein bisschen. Also das ist auch so eine Debatte, die immer wieder bei uns geführt wird mit der Anonymität und so. Und da gibt es immer wieder dieses Unbehagen den Leuten gegenüber, die wenig zahlen. Und dann sage ich immer, aber ihr wisst doch gar nicht, was die ganzen reichen Leute hier machen. Das siehst du denen ja nicht an. So. Könnten wir uns kurz vor weiteren Fragen zwei, drei Hinweise. Ja. Also wir haben hinten die Liste liegen wegen der Explosion am Samstag. Wäre toll, wenn da ein paar Leute mitgehen würden, vielleicht auch ein paar festere Schuhe mit dabei haben. Dass wir wirklich uns diese Landwirtschaft angucken können. Könnt ihr euch einfach nachher eintragen. Dann sagt er so, fürs Gefühl, so eine Veranstaltung kostet etwa 250, 300 Euro. 50 Euro sind reingekommen, einfach nur so, damit ihr mal wisst, was es so ist, die anderen Veranstaltungen zu kommen, und zwar deutlich katastrophaler als diese, aber einfach so. Und wir haben noch dann weitere Veranstaltungen, hier liegt dieses Programmheftchen aus, nehmt doch einfach nachher mit, falls es euch weiter interessiert. Wäre schön, wenn ihr auch wiederkommen würdet. Danke. Gut. Ich würde jetzt vielleicht noch drei Fragen nehmen, dann einen Cut machen, dann können die gehen wollen und wir können noch weiterreden nachher. Und ganz kurz nochmal die Anonymisierung, also sprich auch die Leute, die Buchhaltung machen, sehen keine Verbindung von Namen. Doch. Also, jetzt das müssen wir ja. Weil wir es ja auch irgendwie jetzt anonym machen und ich gefragt habe, ob wir das dann so weit bringen. Nee, müssen wir ja machen. Also du musst ja gucken, wer bezahlt. Also du musst ja gucken, wer zahlt. Vielleicht habt ihr euch was total Geschicktes ausgedacht. Nee, aber das finde ich, also so muss das, also genau, das finde ich auch. Also eigentlich müssen wir an einen Punkt kommen, wo wir uns das angucken können und sagen können, es ist scheißegal. Aber so leben wir, so ist es gerade nicht. Deshalb ist sozusagen, bin ich totaler Verfechter dieser Anonymität weiterhin, weil so weit sind wir einfach gerade noch nicht. Das geht einfach gerade noch nicht. Beziehungsweise ich würde mir dann wünschen, wenn man die Anonymität rausholt, dann müssen auch alle Leute sagen, wie viel sie verdienen im Jahr und das macht ja keiner. Also legt ja keiner so Sachen. Ja. Aber das geht ja dann schon auch ein bisschen gegen dieses Prinzip von jedermann bekannt. Ja, warum gibt der jetzt halt nur 20 Euro? Was wird ja, genau. Aber also das wundert mich jetzt, weil ja das schon so ein bisschen Leitprinzip, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, ja von euch ist eigentlich. Genau. Und da wundert es mich eigentlich, dass ihr dann solche Diskussionen trotzdem habt. Es ist ja nicht so, dass alle Leute, also wir vermitteln das Konzept jedes Jahr den Leuten, die mitmachen. Es ist ja nicht so, dass alle Leute da jetzt super viel drüber nachgedacht haben, sozusagen, ne? Also es ist ja auch so, dass einfach so ein Gefühl entsteht. Ich kann das Gefühl ja auch erstmal nachvollziehen. Ne? So eine wenn da eine Person ist, die auch die Gärtnerinnen kennt und die weiß, wie viel die arbeiten und was für einen krassen Einsatz die leisten und dann sozusagen in der Buchhaltung sieht, okay, es gibt Leute, die zahlen 20 Euro, kann ich das Gefühl erstmal nachvollziehen sozusagen. Aber dann finde ich es, und ich finde die Diskussion auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde die total wichtig. Ich finde es total gut, dass wir in der Vollversammlung diese Diskussion geführt haben, weil die am Ende dazu geführt hat, dass alle Leute gesagt haben, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt. Ich glaube, da wird man nicht drum rumkommen, diese Prinzipien, dass die Prinzipien auch immer mal wieder in Frage gestellt werden von Leuten. Und dann muss man halt da sein und sagen, aber sieh doch mal so. Oder ne, guck's doch mal von der Seite an. Und das hat bisher ziemlich gut funktioniert bei uns. Ich habe mal die Frage vorhin wegen Anbaumethoden. Ich meine, wie pragmatisch jetzt für die Solarbetriebe in Deutschland ein hinsichtlich der Entwicklung und Anwendung von neuartigen Anbaumethoden? Also ich meine, euer Ziel ist es ja eigentlich im Prinzip, so viele Menschen mit den knappen Ressourcen, die ihr habt, so viele Menschen wie möglich in dieses Versorgungsnetz einzubeziehen. Also ich mache auch viel so Fachberatung landwirtschaftlich, das heißt, ich habe, glaube ich, so einen ganz guten Überblick,
wo so Innovationen stattfinden. Jetzt in meinem Spezialthema, was Bodenfruchtbarkeit ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, man kann sozusagen so eine Verbindung herstellen zwischen solidarische Landwirtschaft und Innovationsfreude. Also das will ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, dass jetzt die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe zwangsläufig innovativer sind, was Anbaumethoden angeht, als andere Betriebe. Das würde ich jetzt so, kann ich so nicht. Nicht weniger innovationsfreudig. Nö, das will ich jetzt nicht sagen, nö. Ich würde sagen, das hält sich einfach so wie überall auch. So, da gibt es Leute, die haben Bock und die probieren Sachen aus. Was ich sagen würde ist, die haben mehr Spielraum. Eigentlich haben sie mehr Spielraum, aber sie könnten mehr ausprobieren, wenn sie wollten. Das würde ich sagen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist jetzt nicht, das Potenzial wird noch nicht genutzt. Vielleicht würde ich so stehen lassen. Ja. Ja, ihr habt ja nur Gemüse am Bau, sag ich jetzt mal. Wenn ich aber mein Speiseplan so durchgehe, dann ist da ja ganz viel Weizen, Reis, die ganzen Getreidesorten und so dabei. Schokolade, Cola, das baut ja alles nicht an. Also wie schätzt du das an? Ich würde sagen, anteilig ist mir jetzt mein Gemüseverbrauch wirklich klein. Nicht weil ich mich ungesund ernähre, sondern einfach so, ja, vom Anteil. Ja. Wo ich jetzt auch sagen würde, dass die Ideen, die ihr damit verbindet, ist so gar nicht so einen großen Einfluss. Mhm. Weil du sagst, es ist ein kleiner Teil der Ernährung. Ja, genau. Oder wie schätzt du das ein? Wird bei euch sowas diskutiert, Weizenanbau und so? Auf jeden Fall. Also was, und das ist auch was, wo ich dran bin. Also ich würde mir wünschen, dass es ein Netzwerk von verschiedenen Betrieben gibt in der Region, die auf dieses Modell umsteigen, inklusive Bäckereien und Verarbeitungsbetrieben, die alle ihr Budget zusammenschmeißen zu einem Riesenbudget und dann sozusagen die Leute mit allem versorgt werden können, was sie fürs Leben brauchen. Es ist auch gerade bei uns ein Trend in der Region, gibt es mehr und mehr Leute, die auch Ölfrüchte anbauen, die sozusagen so ein bisschen Spezialkulturen mehr machen, die in Deutschland gängigerweise nicht angebaut werden. Wo ich denke, wow, das ist voll spannend. Ey, lasst uns doch eine Ölpresse kaufen und das verarbeiten und genau in dieses System mit einfließen lassen. Ich selber bin auch Imker. Ich werde jetzt versuchen, für nächstes Jahr meinen Honig in so einem System unter die Leute zu bringen. Also würde ich auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall Ziel der ganzen Sache. Und eine Region, von der ich weiß, dass sie das auch machen, ist Marburg. Da habe ich jetzt gerade gehört, die haben ein Projekt an Land gezogen, wo sie das machen wollen. Wo sie verschiedene Betriebe, also mehrere Betriebe in ein großes Konglomerat zusammenziehen wollen und auch Verarbeitungsinfrastruktur aufbauen wollen, um eben das ganze, genau, die ganze, den ganzen Lebensmittelbedarf von Menschen zu versorgen, also abzudecken mit dem Betrieb so. Bei uns ist es einfach pragmatisch. Also wir haben einfach das gefunden und sozusagen Gemüsebau ist das, wo ich schon sagen würde, wenn Leute sich vegetarisch ernähren oder vegan oder was auch immer, was bei uns glaube ich schon einige, also viele Leute machen, dann ist es schon gar nicht so wenig. Und genau, mit den anderen Sachen wird es einfach komplizierter. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie, du willst auch noch deine Milch und deine Käse und dein Tofu, dann hast du auf einmal eine riesen Infrastrukturanforderung. Und das, genau, das war nicht, also von der pragmatischen Perspektive her war das nicht sinnvoll für uns, gleich so zu starten. Ich kann da vielleicht noch ergänzen, also wir bekommen Gemüse in zwar zwei Einheiten für uns zwei Erwachsenen, eine Tochter, sechs Jahre, also wir kriegen richtig viel Gemüse und unser Speiseplan hat sich wirklich verändert, seit wir das Gemüse bekommen. Also wir brauchen viel weniger Reis und Nudeln aus der Packung, weil wir haben einfach so viele Kartoffeln, dass wir das als so ja. Hauptbestandteil zum Sack werden bei mehreren Mahlzeiten in der Woche auch haben. Mhm. Also es verändert sich auch. Mhm. Nochmal weiterführend auch zu dem, was du gesagt hast. Also sag ich mal, Wietzenhausen ist ja eine Stadt oder eine Kleinstadt, da ist ja auch diese Universität mit dem ganzen Mikrolandbau und sowas. Also das ist ja eine gewisse Kultur, glaube ich, auch die sich mit diesem Thema eh schon beschäftigt. Mhm. Marburg ähnlich, Universitätsstadt. Auch eine Kleinstadt, also das würde mich vielleicht auch von den Leuten von Köln interessieren, wie ist so, was muss man wissen und was ist das Besondere, wenn sowas in einer Großstadt stattfindet? Stuttgart ist jetzt vielleicht auch, weil es so zerfüllt ist, vielleicht nicht gerade eine Großstadt. Wie ist das in München, Hamburg, Berlin? Also ist es da machbar? Gibt es da andere Sachen, auf die man berücksichtigen muss? Also, mich jetzt mal. Ja, also.
gesagt, bei uns ist ja gar nicht so weit weg. Unser Bauernhof ist ja in Möhren. Ich denke, dass man in anderen Städten halt schon weitere Anfahrten hat. Also für 5 Kilometer ist halt echt ja, ein niedliches Einzugsgebiet quasi. Und das ist bei uns eher schon mehr, wenn man das so von Berlin oder Hamburg hört, auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt ganz stark von dem, also man kann es gar nicht so vereinheitlichen nach Stadt oder wo es so genau ist, sondern eher, was das für Modelle sind, ob das halt Kollektive sind, die eigenen Grund besitzen oder halt so, wo Gärtnerkollektive das machen, wie es in Freiburg ist oder halt bei euch. Und bei uns ist es ja ein Hof, sprich, da hat man ja schon ganz andere Voraussetzungen. Also unser Hof hat ja zum Beispiel Kühe und Getreide. Also da fängt man, wir haben natürlich jetzt auch mit Gemüse angefangen, einfach weil es logistisch erstmal genug war, das zu organisieren. Aber da ist natürlich dieser Schritt halt weiterzugehen, das Sortiment zu erweitern, ein bisschen einfacher. Also wir überlegen das jetzt für die Vita-Runde, da stellen wir jetzt zum Beispiel vor, was wäre, wenn es mehr Gemüse und Kräuter zum Beispiel noch gibt, was wäre, wenn als Wolle Brot dazu haben, also Mehl, Körner oder Brot. Oder dann halt im nächsten Schritt irgendwann halt Käse oder Milch. Das sind jetzt natürlich noch keine Mengen, wo man sagt, da ist man an der Vollversorgung dran, aber das da sind einfach die Strukturen da, um weiterzugehen. Also von daher kann man das, glaube ich, gar nicht so davon machen, wo das so genau ist, sondern halt eher was an, was man, also was man für ein Modell fährt, ob man selber einen Punkt und von neu was startet oder ob man halt in Strukturen reingeht, die schon bestehen. Eine Frage zu diesem Aspekt vom Klientel, was sich da einbringt. Wie habt ihr Ideen, wie man das so ein bisschen überwinden kann? Dass es vor, also ich vermute, dass es viele Originalgruppen sind, irgendwie, die sich engagieren. Habt ihr da irgendwelche Ideen, wie ihr das ausweiten könnt? Also oder einwenden könnt vielleicht? Also ich würde, also es sind schon Studierende, ja, würde ich sagen, oder vielleicht uninahe Leute sind es vielleicht so, weiß ich, die Hälfte oder so, würde ich sagen, aber es gibt auch, keine Ahnung, es gibt auch schon alleinerziehende Mütter oder Familien oder Pensionärinnen, so, also es gibt es schon auch. Also jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt, aber du hast schon recht, so sind 50% würde ich schon auch sagen, sind vielleicht uninahe Leute. Und sonst, ich meine, wir haben viel die Lokalpresse versucht, ich glaube, das ist immer ganz gut, ne, also so Artikel in die Lokalpresse kriegen, weil das liest jetzt jeder, oder vor allem auch Leute, die vielleicht nicht so sich zu einer bestimmten Szene zuordnen. Und sonst haben wir eben mit den Geflüchteten und wir haben auch Erwerbsloseninitiativen und so weiter. Also wir haben einfach konkret so Selbstorganisationszusammenhänge angesprochen. Also wo sich Leute schon organisieren für ihre Belange sozusagen und denen gesagt, hey, wir sind hier und wir sind da und wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann kommt vorbei sozusagen. Also wir haben schon versucht, so aktiv Bündnisse auch zu schmieden und aktiv Leute anzusprechen und nicht zu warten, dass sie uns finden oder sowas. So, das ist schon was, was wir versucht haben. Und genau, grundsätzlich kann man, ich glaube, das hat ja ganz viel, ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass man sich auch nur in bestimmten Räumen bewegt. Also man, wenn man dann überlegt, okay, wo lege ich die Flyer und die Projekte, die Poster, dann mache ich das im Bioland und an der Uni und so, also da, wo ich mich halt bewege sozusagen. Ich glaube, eine Sache ist auch nochmal zu überlegen, okay, wo bewege ich mich denn nicht und wo macht es total Sinn auch, die Sachen trotzdem auszulegen und auszuhängen. Ne? Also das sind so Sachen. Also in die Kindergärten oder in die Schulen oder was auch immer so Sachen auslegt zum Beispiel, wo einfach nicht so das, die üblichen Verdächtigen zwangsläufig rumlaufen. Ja. Dann kannst du uns sagen, ob es Sinn macht, dass ihr wächst? Also habt ihr das Ziel zu wachsen oder habt ihr das Ziel, kleine Ableger zu positionieren? Mhm. Also euer Ansatz ist ja, eigentlich haben wir nicht viel Ansatz, wir können uns sehr gut vorstellen, dass also eine gewisse Größe eben das dann nicht mehr machbar ist, weil es nur überschaubar ist und dann eben doch die kapitalistische Zwänge noch ziemlich stark sind. Also ich persönlich, das ist ja nur so meine persönliche Einschätzung, ich glaube, dass, also ich fände es total sinnvoll, wenn man sich mehr arbeitsteilig organisiert tatsächlich auch. Also ich fände es gar nicht so blöd, wenn sich ein Betrieb so ein bisschen mehr auf Kartoffeln spezialisieren würde und das richtig gut macht und für so einen großen Zusammenhang produziert und andere Leute, die auf einem anderen Standort sind und leichtere Böden haben, zum Beispiel Möhren und Pastinaken machen, also wo auch so ein bisschen Boden und klimatische Voraussetzungen für bestimmte Sachen funktionieren. Also ich hätte da auch gar nichts gegen, dass man sich so ein bisschen aufteilt in der Region. Und jetzt ganz konkret bei unserem Projekt würde ich mir auch wünschen, dass wir noch größer werden, weil sozusagen, ja auch jenseits vom Kapitalismus gibt es sozusagen Effizienz, die steigt, wenn man größer wird sozusagen. Also dann kann man
wenigstens ein bisschen was mechanisieren, dann macht es Sinn, mit dem Schlepper zu hacken und Unkrautregulierung zu machen. Also es gibt so eine bestimmte Größe, wo es Sinn macht, Sachen zu mechanisieren und die dann sozusagen dafür sorgen, dass man mehr Menschen mit weniger Arbeitskraft versorgen kann. Und das finde ich nicht falsch, das finde ich total richtig. Und deshalb würde ich sagen, wir sind gerade bei diesem 1,5 Hektar, es ist super viel Handarbeit, es sind nicht so die super Flächen, wo man mechanisiert arbeiten kann. Und deshalb fände ich es total gut, wenn wir nochmal wachsen würden und man sozusagen nochmal mehr mechanisieren kann, weil das würde auch dafür sorgen, dass wir mehr Menschen mit weniger Arbeitskraft versorgen können. Und das macht das ganze Ding für mich tatsächlich auch nochmal runder. Aber ich denke, was ich glaube ich ganz wichtig ist und was ja nochmal wichtig ist zu betonen, ist, das entscheidet das Projekt selber. Und wenn Leute sagen, ich will nicht, dass, oder wenn die Gemeinschaft sagt, ah, das Kartoffelernten, das war so schön mit der Hand, wir wollen es gerne als jedes Jahr als Gemeinschaftsaktion weiterhin belassen, dann wird keiner auf die Idee kommen, einen Kartoffelvollernter zu kaufen. Weil wenn die Leute kommen und es machen, ist es ja okay. Also ich würde sozusagen sagen, da muss man auch wieder von Menschen ausgehen. Also von, was wollen die Leute, die in diesem Projekt involviert sind? Und wenn sie sagen, wir machen das alles per Hand, weil wir es super toll finden, dann kann man das machen, dann braucht man nur als Gärtner die Zusagen, also die Sicherheit, dass die Leute dann auch kommen und das machen, und man nicht am Ende alleine mit der Grabegabel die Kartoffeln ausbrüllt, weil dann kaufe ich mir lieber eine Maschine. Also das ist so das, was ich vielleicht dazu sagen würde. Habt ihr auch irgendwas so mit ökologischen Ausgleichsflächen und EU-Zahlungen und sonst irgendwie politisch? Der Landwirt, der zur Verfügung stellt, der hat Zahlungsansprüche, aber der macht die für sich geltend. Mhm. Wir wirtschaften jetzt auf seinen Flächen und kriegen jetzt von der Subvention nichts. Aber ihr könntet ja auch Politik machen mit eurer anderen Art Landwirtschaft. Das macht das Netzwerk so ein bisschen. Also das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, was ich ganz am Anfang vorgestellt habe, wo sich Leute auch drin organisieren, das macht schon auch politische Arbeit auf jeden Fall, versucht es voranzubringen. Mhm. Ich würde, weil Leute anfangen zu gehen, würde ich das vielleicht jetzt schließen und dann können wir einfach nochmal so informell ein bisschen weiterreden. Weil dann können alle, die gehen wollen, gehen und müssen sich nicht so davon stehlen. Okay, also vielen Dank nochmal, schönen Abend und